Da seid ihr ja wieder. Und es geht direkt weiter mit den Angriffen. Kriegsschiffe von der Roten Insel. Aber meine Türme wehren sich. Generell ist es der zweite Part dieses freien Spiels. Und ich habe ein bisschen was vor. Ich werde, anders als später bei einem ebenen Spiel... Ja, geht baden, Alter. Geht baden. Greifen die Fischerfloße an, aber damit ist zu rechnen. Das war einkalkuliert. Machen wir hier noch einen hin. Also, ich werde nach wie vor keine Armee aufbauen. Noch nicht. Erst irgendwann viel später. Und ich werde mich mit Türmen verteidigen. Das ist halt eine Option. Machen viele so. Macht's ein bisschen einfach. Und vor allen Dingen kann ich euch in Ruhe, wenn ich geschützt bin, auf meiner Insel erklären, was ja, Stück für Stück auf uns zukommt. Der Saftsack hier von der Roten Insel, wir können natürlich nicht sehen, wie es bei ihm aussieht, greift uns auch andauernd an. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich würde gerne einen Tempel hinpflanzen. Hier geht's, ja. Kalos. Gyros. Ja, nicht, dass er also ich lasse ihm eigentlich gar keine Chance, irgendwo anzulegen, aber sollte sich so ein Prophet hierher verirren, wie wir es gesehen haben im anderen Spiel, dann ein Erdbeben und die Türme sind down. Das würde ich auf jeden Fall anpeilen, wenn ich das so sehe. Und deswegen gehen wir ab jetzt auch mal in aller Ruhe drauf ein, wobei wir bauen erstmal weiter. Wir haben ja gerade ein bisschen Stein zur Verfügung. Tja, was macht sie? Was macht sie? Sie baut hier unten, bitte. Talas. Einmal hier. Ich gebe dir doch direkt einen zweiten in Auftrag. Stoma. Das absolut gesaved ist. Ihr Nasen. Sunde. Könnt noch nicht, aber ihr geht schon mal. Stoma. Bis dahin geht's. Das hier so ein bisschen absichern. Ich werde euch dann in aller Ruhe erklären können, was die einzelnen Gebäude machen und... Wie der Fortschritt ist, all das hatte ich schon die ganze Zeit vor. Jetzt kann ich es ausleben. Ihr seid Idioten. Ihr könnt gleich nämlich nicht mehr zurück ohne Transportschiff. Ich mache ja schon. Wir werden angegriffen. Eins Transportfloß. Hier drüben Fischerfloß. Ey, wir haben genug Ressourcen für die dritte Epoche. Worauf warten wir noch? War schon gut angestellt hier. Wir bekommen von allem ausreichend. Man hat halt nur zwei Steinfelder. Aber tja, damit muss man halt auskommen, nicht wahr? Ja, Transportfluss. Die können hier echt nicht mehr weglaufen, ne? Kalos. Verloren. Nein. Du, Mann. Deswegen helfe ich mal kurz aus. Talas. Talas. Nein. Du, Mann. Und ausladen. Talas. Tue ich dich mal ganz kurz, keine Ahnung, hier in die Ecke stellen. Transportschiff, okay? Zunde. Kalos. Talas. Stoma. So, dann gucken wir uns mal an, was ein Tempel so alles machen kann. Ich werde auch alles aktualisieren, obwohl ich gar keine Priester und Propheten einbauen werde. Mystizismus. TP-Erhöhung bei Propheten, also mehr KP. TP-Trefferpunkte. Ist halt, ne, die Herzanzeige, wenn du so willst. Sandalen, Geschwindigkeit von Propheten. Auch das nehme ich gerne. Reichweite von Tempeln, das ist... Der kann jetzt... Die Gegner können in diesem Umkreis... Man sieht es nur ganz schwach. Hier sieht man es, weil es gut leuchtet. Das ist so ein Quadrat um einen rum. Und das wird dann erhöht. Mit der Ahnen- und Verehrung. Zeremonielles Begräbnis. TP-Erhöhung bei Priestern. Reichweite von Propheten. Mythologie, Geschwindigkeit von Priestern. Und Polytheismus, Reichweite von Priestern. So, mit allem zusammen. Das ist, glaube ich, nur jetzt, was die Kupferzeit zu bieten hat. Also die dritte Epoche ist die Kupferzeit. Da will ich jetzt auch unbedingt aufs Kapitol. Und hier, Aufwertung zu Turm Kupferzeit. Kostet 50 Stein, das ist gar nichts. Dann noch 15% mehr Holzgewinnung mit der Handaxt. Und die scharfkantigen Werkzeuge bringen 15% mehr beim Sammeln und Jagen. Gut, das haben wir an für sich schon hinter uns. Wo leben noch hier ein paar Ziegen, aber die lasse ich auch leben, weil die Fische sind unser Hauptnahrungsmittel. Mir wäre so eine einseitige Ernährungsweise ja schon ein bisschen langweilig. Ihr seht die Türme.
sind jetzt noch besser als eben gerade. Also gut, nach den nächsten Schiffen. Was wollte ich noch? Genau. Ich hole mir einen Held ran. Also die Helden, es gibt immer einen Strategen und einen Krieger pro Epoche. Gilgamesch ist der Krieger, den hau ich mal rein. Es geht auch immer nur einer gleichzeitig. Erst wenn der gestorben ist, kommt der nächste bei rum. Es geht auch verdammt schnell, sehe ich gerade. Wir werden angegriffen. Es war noch was anderes, es war noch eine Erforschung. Die lassen es nicht. Wir werden angegriffen. Ich hab noch bessere Türme, stell dir vor. So, was kann ich dann noch alles erklären? Beim Dock kann ich jetzt aufwerten. Zum Beispiel das Transportfloß auf die Kupferzeit. Oder Kriegsfloß, habe ich ja noch gar nicht. Aber trotzdem mache ich das. Bauteam, herkommen. Wir werden angegriffen. Ihr baut jetzt, was alles möglich ist. Wobei, ich muss auch die Bürger... Holen wir mal unendlich Bürger raus. Die sollen alle hier an die Felder und. Zack, 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 zack. Wird reichen. Wir werden angegriffen. Oder oben auch? Da will jemand vorbei. Ich muss da weiterbauen. Ich will euch halt lernen, aber ich will auch meine Taktik nicht vernachlässigen. Also kurzen Moment, bevor ich weiter erkläre. Weil hier unten sieht es mir noch zu nackig aus. Da könnte jemand anlegen, wenn er will. Carlos. Das bin ich aber nicht. Wir werden angegriffen. Da! Das ist wichtig. Da sind Leute drauf, Krieger und alles. Und da sind sie vor Ort, ich glaub's nicht. Oh shit! Wie konnte das passieren? Natürlich. Richter spricht. Na komm, Gilgamesch. Talas? Wir werden angegriffen. Ja, die machen mich jetzt nervös. Okay, gebe ich zu. Bevor ich weiter erkläre, retten. Wir werden angegriffen. Der Rote will wirklich Beef. Er konnte jetzt seine Leute ablegen. Viele Türme, aber es sind echt viele Gegner auch. Wir werden angegriffen. Shit. Wie gesagt, ich hatte noch einen Probelauf, da haben die überhaupt nicht attackiert, aber... Die konzentrieren sich halt komplett auf die Türme. Das ist meine Gelegenheit. Ich bin jetzt echt ein bisschen zittrig geworden. Stoma. Weil ich da überhaupt keinen Nerv drauf habe. Stoma. Pote. Pote. Noch eine Kaserne. Stoma. Kein Problem. Bauen wir alles wieder auf. Wir werden angegriffen. Mit Mauern. Besser. Instant. In die Richtung gehen sie nicht. Das ist der Turm, der wichtig ist. Diese Baumstammtypen haben langsam einen Abflug gemacht. Wir werden angegriffen. Na, wartet. Das bedeutet richtig Krieg. Der hat sich mit dem Falschen angelegt. Ja, jetzt habe ich aufgewertet, weil ich ein bisschen schneller sein muss. Also Schleuderkämpfer wär's und der wird jetzt zum Bogenschützen. Und auf dem Stall gibt's Reiter. Ob der Typ so weit ist, keine Ahnung. Okay.
Dazu noch ein Krankenhaus. Right. Right hier. Stormer. Aber ich glaube, die sind abgewehrt. Türme haben es allein geschafft, aber das. Darauf können wir uns nicht verlassen. Ich will jetzt schon mal ein richtig fettes Team. Ich habe ja ordentlich Stein. Seit dem letzten Mal, ihr tut alles abliefern. Weil Holz haben wir beileibe genug. Das ist nur, damit die was zu tun haben. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich sollte meine Armee nehmen, falls da jemand ist oder so. Bürger. Jetzt warte ich noch, dass hier ein paar gute rauskommen. So, Krankenhaus. Kräutermedizin bis zu plus 3 Angriffen von Bürgern und TP-Erhöhung von Bürgern und Hunden. Die Hunde machen übrigens nichts, sie sind nur zum Erkunden da. Wir können auch durch Wälder laufen. Vorsicht. Selbst wenn ich die alle besiegt habe, könnte der nächste schon ankommen. Damit das gleich läuft. Mache ich ganz schnell eine fette Mauer. Da ist niemand. Bürger, los! Vielleicht macht Donald Trump alle Ehre, aber... Das muss schon sein. Erstmal die. Das ist wichtiger, sonst fangen die an allen Ecken und Enden an zu bauen. Es geht rucki zucki, die stehen sich gerade nur ein bisschen im Weg. Also wer mir Böses will, dem will ich auch Böses. Stormer. Carlos. Okay. Und das kostet auch nicht so viel Stein wie die ganzen Türme, ist klar. Ist halt nur mein Stil. Fast schon zu viele Bürger. Aber damit schießen die Sachen aus dem Boden wie die Pilze. Shit! Die können nicht so weit, das ist der Punkt. Es kommt extra näher. Das ist praktisch. Sehr gut. Ah, jetzt kriegt ihr wieder ein Alarmsymbol. Wir werden angegriffen! Talas? Macht mir jetzt... Zack. 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 Oh, einer macht mir bitte den Tempel wieder hin. Das ist halt auch so eine Sache. Carlos. Das sind eh zu viele. Gut, das war ein Warnschuss. Das war ein Warnschuss. Und ich habe mein Versprechen gebrochen von wegen keine Armee. Aber bevor hier alles den Bach runtergeht... Ach ja, ihr seid auch noch da. Das ist nah beieinander, ich gebe es zu. Aber auch das wird sich auszahlen. Ich muss jetzt zusehen. Naja. Gegen den wieder. Anzukommen. Zu sichern. Das Gute ist ja, das Ufer ist niedriger. Ist meistens so. Und hier ist halt schon direkt eine Erhöhung. Das heißt, die Türme können perfekt drüber. So, die mögen zwar jetzt meine Mauer attackieren und sowas. Aber das schmeckt. Jetzt werden die hier anlanden wollen. Nein. Anlegen. Soma. Sichert den Bereich. Porte. Carlos. Dallas. Porte. Hier unten noch zwei hin und dann ist die Gegend
abgeschlossen. Zum Glück. Talas? Carlos. Zunte. Stoma. Gut, ihr seid nicht eingekesselt. Stoma. Ich hab ja gesagt, die werden prall und prall aneinander. Als ob der Turm nur auf meinem Kommando gerade was gemacht hätte. Helfen! Carlos. Talas. Gehen uns leider auch die Steine für den Moment auch schon aus. Gelos. Gyros. Ist doch die griechische Kampagne, was? Gyros. Fischerboote? Okay, sind hier. Okay. Ah, und jetzt sind die Nahrungsmittel. Ja gut, Talas? Nahrungsmittel wie folgt. Ihr kennt das mit Silos, ihr habt es im Tutorial erlebt. Dann mache ich es auch relativ an die Stelle, wo sich Stoma. Das Kürbisfeld befand. Das erste Silo. Dann solltet ihr direkt auch drauf gehen auf die Mitte und hier Bewässerung plus 15% Ertrag von Farmen machen. Das läuft. Also wir haben eine Angriffwelle abgewehrt und die nächste lasse ich mir nicht gefallen. Porte. Wir werden angegriffen. Stoma. Stoma. Wo? Was? Ja, generell ist die Nordwand hier echt wichtig, weil das so ein Schnittpunkt ist. Für alle. Da müssen noch viel mehr Türme hin. Zunte. Talas. Zunte. Stoma. Vor allem die alten Ruinen. Wie war das hier unten? Ist es safe? Alles cool. So, Krankenhaus hat auch nur diese Heilrate. Also wenn jemand verletzt ist, muss er in diesen Umkreis. Um wieder gut drauf zu sein. Streitkolbenträger, Speerträger der Samsung. Den habt ihr gerade gegnerisch in Aktion gesehen. Und die anderen haben wir ja alle. Geht übrigens auch mit zur Army. So. Während ihr fleißig immer noch einen hin. Talas. Dann haben wir keine Steine mehr. Muhaha. Aber dafür extrem viel Holz. Extrem viel Holz. Sichert euch mit dem Tempel ab. Wir werden den einen oder anderen Tempel errichten. What the fuck? Mach die Transportschiffe weg. Komm, wenn es untergeht. Schade. Aber die haben sich den perfekten Ort ausgesucht. Ich muss alles absaven rundherum. Das hilft so. Es geht nicht anders. Hier unten sieht es gut aus. Ja, doch. Okay. Das sieht gut aus. Ihr begebt euch mal hierhin. Ich muss mal so einen Sammelpunkt einrichten für die ganzen Baubürger, die ich hier und dort losgeschickt habe. Vielleicht machen wir das noch ein bisschen dichter, aber momentan zählt das und nichts anderes. Zunte. Machst hier sogar einen zweiten hin. Gelos. Zigeine. Ich erhöhe übrigens nicht die Werte der Soldaten. Weil es eigentlich gut läuft. Ich muss mich mal auf was anderes Ich sag doch, die walzen hier alles ab. Wo lauft ihr überall hin? Leute! Okay. Brauchen hier noch was. Carlos. Die fünf gehen dahin. Du auch. Wir werden angegriffen. Warum können die immer wieder hier landen? Okay. Das werde ich komplett abschützen. Das geht doch nicht anders. Und auch ein 6er-Team. Hier gibt es ja genug Ressourcenstellen. Mach nochmal ein Gold. Dass das auch läuft wie nichts Gutes, damit ich dann die Epochen switchen kann. Kann ich eigentlich schon. Wir werden angegriffen. Hier fehlt noch ein bisschen Eisen.
Wo werden wir angegriffen? Da. Nein. Halt. Nein. Doch. Oh. Kalos. Jetzt hab ich da auch so ein bisschen durcheinander geworfen. Mach ich ungern. Kalos. Roma. Dalas. Nein. Halt. Dauta. Dalas. Kalos. Selbst nicht schlau genug, die separat zu stellen. So. Talas. Hier geht nichts, aber hier oben. Ist aber nicht so wichtig wie die Küste. Kalos. Wir werden angegriffen. Schon erledigt. Naja, ist wenigstens gut, wenn ich jetzt komplett, ich sag mal so, aufgebaut hätte und jetzt gar nicht gesehen, wie der Gegner drauf reagiert. Ja, ihr wisst ja jetzt, was der macht. Nämlich nur Bullshit. Okay. Und wie das dann abläuft. Wie es dann ausgeht. Hier ist noch ein Goldfeld, verdächtig nah am Ufer. Kalos. Aber ihr macht das. Dann haben wir den wir Kollegen werden angegriffen. Soma. Sunde. Seid ihr schon mal Kalos. Zu dritt da? Da ist noch Gold. Talas. Carlos. Ihr dreht zu dem Eisen. Ihr drei hier hin. Machen wir auch zum Holz hin, dann können wir später hier abhacken. Habt ihr euch eingesperrt? Heldenhaft. Heldenhaft. Dann machst du einen Tempel hier hin. Bist auch eingesperrt. Können wir später mit dem Transportfloß oder was es ist, abholen. Ums Kapitol werde ich es mir auch noch schön machen. So, du bist noch frei. Auf jeden Feld arbeitet ja nur einer. Die anderen gaffen nur rum. Hier ist noch Eisen. Habe ich da schon jemand hingeschickt? Nicht am Holz. Ihr sollt am Gold arbeiten. Anstrengender, ich weiß. Tut mir leid. Hier ebenfalls zum Holz hin. Sieht doch gut aus. Ich glaube, dann ist jedes Fleckchen bedeckt, oder? Noch ein Tempel hier unten. Dass, wenn ich jetzt schaue, wie weit der Tempel reicht mit seiner Wirkung. Bis hierhin. Wir werden angegriffen. Rote, probiert's mal wieder. Aber sein Transportfluss kommt nicht weit. So wollte ich das sehen. Da waren wieder Krieger drauf und die haben es jetzt abbekommen. Die volle Breitseite. Jawohl, Mann. Ihr baut jetzt Türme hier. Die werden schön rüberschießen. Wir werden angegriffen. So, da haben wir wieder welche. Der Gelbe. Und der Violette. Ist ja wunderbar. Ist heute Tag der offenen Insel. Große Eröffnungsparty oder was? Sind zwar versenkt, aber die konnten welche abladen. Das gefällt mir gar nicht. Da ist ein Priester, der sich jetzt freut über meinen Tempel. Ne, da kann er mich nichts machen. Wir werden angegriffen. Der bekehrt sogar den Violetten. Müsst ihr euren Krieg unbedingt auf meiner Insel abhalten? Ja, der kann ja die Gegner nur bekehren. So, bitteschön. Bis die Türme wieder aufgebaut sind. Werdet ihr hier die Stellung halten. Ich hoffe, das klappt. Ja, Schiffe gegen Fußsoldaten ist natürlich ein bisschen unfair. Die bekämpfen sich einfach online. Rotes Transportfloß! Violettes Transportfloß. Macht den Scheiß doch nicht auf meiner gottverdammten Insel. Komm, alle helfen. Eine
Meine Armee geht langsam ein bisschen früher. Ich sag doch die Nordstelle. Eieiei. Heidewitzka, haben wir noch mehr? Gerade. Die sind weit weg. Die sind weit weg. Die bauen mir das gerade mal schön ums Kapitol herum. Hört doch mal auf. Wir brauchen da mehr. Mit eurem Scheiß und helft. Wir werden angegriffen. Oh, ich werde hier Türme errichten, das schwöre ich euch. So, das sind die Fischerboote, die kommen denen zu nahe. Ist in Ordnung. Sollt ihr machen, sehe ich ein. Wir werden angegriffen. Sucht ihr doch Wege. Muss ich aber sagen, haben sie mich ganz gut auf den Fuß erwischt, ey. Das war eine intelligente Stelle. Ich habe gesagt, die Nordwand ist wichtig. Aber wir kommen voran. Aber die Bronzezeit. Das wird später noch flüssiger laufen, vor allen Dingen, wenn ich halt alles erledigt habe. Wir nehmen ihn überhaupt nicht mehr. Arbeitet da überhaupt jemand dran? Was ist denn da passiert? Ich glaube, ich habe der das auch. Nee, dann wäre es ja nicht angefangen zu bauen. Kein Plan. Ihr macht das nächste Silo. Wir brauchen schließlich Nahrung. Und das kommen wir alle mit hier. Also von Holz kann ich ja jetzt echt langsam ein Lied singen. Die Universität, die spreche ich nochmal ganz kurz an. Ist auch wegen Bekehrungen, hat einen Radius, ne, wie ihr sehen könnt. Plus 1 Gebäude SB. Was soll denn der Mist? Wenn die ein bisschen weiter wegstehen, dann greifen die nicht ganz automatisch an. Obwohl sie es können. Nicht wundern. So, die Tempel. Geschwindigkeit von Propheten, Reichweite von Tempeln, alles erhöhen. Vor allen Dingen Aufwertung, Mauer und Turm. Eisengewinnung. Goldgewinnung. 15%. Mit Metallschmelze und mit gehärtetem Meisel. Meißel. Entschuldigung. Meise. Da machen wir hier noch einen hin. Der wird aus den eher nackten Bereichen eher. Ja. Fülliger Bereich. Ist ja sogar verschwunden in dem Moment. Falsches Gebäude, wenn du so willst. Auch für meine Armee ist nicht mehr viel übrig, ne? Das ist der einzige. Holy moly. Ich werde ihn in Ehren behalten. Dann. Hier jetzt noch mehr Kandidaten für weitere Silos. So sei es. 8 von euch ja, machen das. Gewiss. Das gucken wir uns einfach mal an. Manche meinten auch schon, das ist sehr entspannend, dieses herumfliegende etwas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ernte. Ernte. Weizen. Guck, ich kann jetzt auch Kriegselefanten erstellen. Ich mach das doch am besten mal. Bronzekavallerie. Ein Reiter wie gehabt. Elefantenbogenschützen. Streitwagenbogenschützen. Einfacher Bogenschütze. Wurfspeerträger.
Und ich kann den Streitkolbenträger aufwerten zum Kurzschwertkämpfer. Wir werden angegriffen. Und den Speerträger zum Phalanx. Warum nicht? Das macht mich nicht kaputt. Der da nervt mich schon mehr. Rote Transporter. Wir suchen Stellen zum Anlegen. Okay, cool, Leute. Alles cool. Ich möchte mal kurz schauen, ob wir noch mehr Sachen erledigen. Was? Ich war der Meinung, irgendwas Komisches gehört zu haben. Natürlich beim Dock alles aufwerten, alle Schiffarten. Aber im Silo eventuell? Nein, noch nicht. Die Helden. Ein Gilgamesh zum Hannibal. Und Sargon von Arkadien zu Alexander der Große. Bei der Uni geht ab. Die Philosophie bringt mehr Reichweite von Universitäten und Flaschenzug erhöht die, ja, die Widerstandsfähigkeit oder die KP von Gebäuden allgemein. Es läuft ja. Unfassbar gut läuft's. Sind auch alle schon fleißig am Ernten. Machen ihren Job, die Bauern. Die haben's gut. Die haben's gut. Und ich glaube, dann können wir den heutigen Part erstmal zufrieden abschließen. Es läuft alles nach Plan. Die kriegen mich nicht und ich kann mich in Ruhe die Etappen und Zeitalter durcherklären. Wir werden angegriffen. Ja, ja, das sind alles Peanuts hier. Schon versunken. Ich bin noch nicht mal da, da ist es schon versunken. Alles klar. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Und ich habe die schon an den Eiern. Das sage ich euch. Bis dann und ciao.